Ein bevorstehendes Wochenende ist normalerweise ein Grund der Freude. Für die Aktionäre ist das aktuell allerdings so ein heikles Thema, denn der Kurs vor dem Wochenende zumindest mal deutlich nach unten gerichtet. Für die, die auch auf der Shortseite unterwegs sind, A, nicht so schlimm und B, ja auch ein bisschen vorhersehbar. Wir haben es ja gestern schon angesprochen, dass die Ausrichtung eigentlich ganz klar nach unten ist und da hat sich auch bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht viel dran geändert. Allerdings gibt es vielleicht ein bisschen eine gute Nachricht, obwohl das zumindest mal beim DAX vor dem Wochenende wohl eine ziemlich knappe Kiste wird. Wir haben etwas, das durchaus fünffällig aussieht und häufig, nicht immer direkt so klar zu erkennen, aber häufig ist nach fünf Wellen erstmal Schluss. Das lässt vermuten, das lässt hoffen, dass wir bald mal hier einen Dreh hinbekommen. Und wir hätten sogar eine Tiefmarke, nämlich die vom 27. Ich mache das mal im 4-Stunden-Chart, dann sieht man das ein bisschen besser. Zur Orientierung, das war hier Anfang März irgendwo der Anstieg, die Korrektur. Und das ehemalige Ziel hier mal dieser Bewegung, das können wir sicherlich jetzt hier rausnehmen, aber das wäre zumindest mal gut für einen möglichen Dreh. Für heute sicherlich also noch nicht so richtig spürbar, denn ich denke mal, vor dem Wochenende wird da nicht viel passieren mehr im deutschen Markt, aber für uns zumindest mal zum Festhalten, es muss noch nicht gleich ganz schlimm kommen. Allerdings werden wir uns das Ganze natürlich, ihr kennt das Ganze am Wochenende ja auch nochmal im großen Bild anschauen, verfolgt das Video, was ich dann irgendwann am Wochenende, spätestens am Montag, dann zum übergeordneten Bild dazu bringe. So, wir wollen aber auf den amerikanischen Markt übergehen, denn der ist ja noch in voller Blüte. Zumindest mal der Freitag hat gerade erst angefangen dort und läuft noch bis heute Abend 10 Uhr europäische oder deutsche Zeit. Und da sieht es ja ebenfalls sehr, sehr stark abwärts gerichtet aus und es lässt sich im Moment noch nicht erkennen, dass der Kurs irgendwie was an Drehen vorhat. Oder, ihr seht es, ich habe gerade schon so ein bisschen reingezoomt, der Grund, viele fragen mich, warum hast du immer diese vielen Bildschirme, mach doch einen groß. Mache ich sofort, aber wenn ich die Bewegung sehe, sage ich mir, wann dreht der? Und hier kann ich dann sehen, ah, wir sind auf ein Zwischentief angekommen, 32.350 ungefähr ist eine mögliche Unterstützung. Das heißt, nachdem wir doch hier so ebenfalls halbwegs diese, ich sag mal, grob fünffällige Struktur mal hatten, die kann hier mal, gerade wenn das hier über Nacht ist, das dürft ihr nicht vergessen, das ist ja hier mitten in der Nacht passiert, wenn ihr das rausnehmt, dann haben wir im Prinzip irgendwie eine Bewegung, die so aussieht, ohne dieses Teilstück da in der Mitte. Ja, das wäre schon ein mögliches fünfwelliges Verhalten, was wir hier haben. Wir sind auf die Unterstützung aufgelaufen. Ich habe sie genannt, 350 in etwa hier beim Dow Jones. Das heißt, wir haben jetzt gute Chancen, dass wir vielleicht noch vor dem Wochenende auf Gewinnmitnahmen stoßen. Und Gewinnmitnahmen in dem Fall auf diese Short-Situation. Das heißt, all diejenigen, die jetzt hier Short gegangen sind, kann ich mir vorstellen, haben das Interesse, dass sie sagen, ach komm, wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt ist Wochenende, da ist wieder handelsfrei Zeit. Wir wissen nicht, wo er Montag aufmacht. Stichwort Gap. Und dementsprechend schließen wir die Position. Shorties werden durch Käufe geschlossen. Käufe wiederum neigen dazu, den Markt in diese Richtung zu bringen. Also sprich, ein Dreh für heute Nachmittag bis in die Abendstunden ist gar nicht so untypisch. Jetzt habe ich hier schon so eine Box hingemalt und die, die schon länger mit dabei sind, die kennen das. Ich male immer ganz gerne mal so ein Fibo mit ein. Machen wir das mal so halbwegs genau, so gut ich das jetzt hier hinkriege. Ist egal, ist nicht exakt der höchste Punkt, aber das ist Millimeterarbeit oder noch weniger. Das ist so ein typisches Retracement einer starken Bewegung. Also, selbst wenn der Markt nachher noch tiefer gehen sollte später, ist es zumindest mal sehr realistisch, dass der Kurs irgendwo bis in diese Zone hier reinläuft. Das heißt, wer jetzt hier auf die steigenden Märkte guckt, hat zumindest mal bis zu dieser Marke, und das ist ziemlich genau die 33.000er, die witzigerweise, naja, das kann man so oder so auffassen, aber auch mit diesen Hochs hier übereinstimmt. Also ich kann mir vorstellen, bis dahin haben wir auf jeden Fall, ob es dann wirklich weitergeht, das ist noch erstmal fraglich, aber bis dahin hätten wir eigentlich ganz gut Platz, so vom typischen Verlaufsmuster, von den Widerständen. Auch wir haben wir hier längerfristig, da hat der Markt schon, dann sieht das so ein bisschen, so eine Orientierungsmarke. Also wundern würde es mich nicht. Und ihr seht das hier im 5-Minuten-Chart, der Markt hat ja schon mal so ein bisschen angefangen mit einer Aufwärtsrichtung. Das ist kein Versprechen, dass Bullish die richtige Richtung ist. Ihr wisst, um mich reinzulocken in den Markt, bräuchte ich also nicht nur diesen Anstieg, sondern bräuchte ich auch etwas Wackeliges nach unten. Dann würde ich auf jeden Fall versuchen, hier nochmal die Long-Seite mitzunehmen. Das ist ja so der Klassiker, den man immer ganz gerne hat. Eine Seite stark, die andere Seite schwach und dann so der sogenannte Trigger. Aber ihr seht schon ungefähr, worauf das Ganze hinausläuft. Gucken wir uns das auch nochmal beim S&P an.
Und ihr erahnt es schon, das Prinzip ist das gleiche. Auch hier haben wir so eine Tiefmarke, die liegt bei 4.100, naja, ungefähr 57. Also das ist der S&P Future, wohlgemerkt nicht der Index, aber das als Basis für viele eben, die mit Zertifikaten, mit CFDs, mit unter Umständen auch ETFs oder was weiß ich was unterwegs sind hier in den Markt, hier entsprechend dann sich zu orientieren an diesem Originalmarkt, der dann hier eben für den Dreh sorgt, so oder sorgen kann. Das werden wir dann also in den nächsten Minuten sehen, ob der Kurs das tatsächlich schafft. Denkt immer daran, ihr wollt idealerweise eine starke Aufwärts, eine wackelige Abwärts. Das geht umgekehrt übrigens auch. Eine starke Abwärts, eine wackelige hoch, ist dann die Vermutung, dass die starke sich fortsetzt. Das gleiche wäre jetzt hier ebenfalls, nur eben in die umgekehrte Richtung mit Zielerwartung. Und zumindest mal, also selbst im harmlosen Fall, hier die Mitte dieser Abwärtsbewegung. Das heißt, das können wir nochmal schnell durchexerzieren. Ihr nehmt diese Strecke, macht Fibonacci oben hin, macht es unten hin und dann kommt ihr hier auf diese Box. Und die Unterseite der Box, die ist auch hier ungefähr auf diesen Zwischenhochs, also ungefähr 4.150 roundabout. Es darf ja ein bisschen niedriger, ein bisschen höher natürlich auch gehen, aber das wäre so meine Zielüberlegung. Nicht jetzt blindlings kaufen, da bin ich kein Freund davon. Wie gesagt, diese interne Struktur finde ich mega klasse, wenn ich die sehe, dann bin ich überzeugter, dass es die anderen auch sehen. Aber die Erwartungshaltung, die Ausrichtung ist, dass wir eine realistische Chance für einen Dreh haben. Ja, und der Nasdaq Future? Ja, ihr seht schon hier im 4-Stunden-Chart, da haben wir das nicht mit den Unterstützungen. Der ist Vater- und Mutterseelen alleine hier. Also insofern ohne irgendeine Unterstützungsmarke jetzt in diesem Bereich, zumindest jetzt mal nicht so vorrangig, es lässt sich vielleicht auch das ein oder andere aus einer Symmetrie da ableiten, trotz alledem auch hier natürlich die Chance für einen Dreh, aber auch hier die dringende Notwendigkeit oder Empfehlung, Schub abwarten, Korrektur abwarten, um dann eben erst einzusteigen, wenn er das Ganze hier triggert. So, jetzt muss ich noch niesen, ich wollte es noch wegdrücken, aber wenn man niesen muss, ist das mit dem Mauszielen ganz schlecht. Es tut mir leid, ich habe es so halbwegs in mich reingemacht. Ich denke mal, es geht in Ordnung. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite mit unterwegs seid. Und falls wir uns nicht mehr vorher sehen oder hören, ein wunderschönes Wochenende.